Guten Morgen. Ich habe mir sogar heute die Haare gekämmt. Ja, und zwar haben wir, oh, ich habe leider hier auch, ne, ihr Lieben, zwei Gläser sind mir runtergefallen. Mal gucken, mal, das habe ich zwei Tage vorher. Das. So, dann hier ist der Carlos. Get out that in my face, fucking weirdo. So, dann habe ich hier, ist das Sauerkraut. Das, ich habe schon zwei Gläser gegessen. Schmeckt richtig gut, ne? Selbstgemachtes Sauerkraut, kann ich sehr empfehlen. So, und jetzt, hier ist mein Uschi. Mein Uschi-Muschi. Guten Tag. Guten Morgen, warum werde ich geschlagen? Ja, bist du sauer? Guck mal, stinksauer hier die Bitch, ne? Ist dein Napp wieder leer? Willst du essen? Ja? Willst du essen, gell? Ja. Okay, hier, das hier, ne? Seit Wochen, sag ich Willi. Warum ist so ein geiles Sofa? Also hier ist es ein bisschen kaputt, aber da fällt mir schon was ein. Ich sag Willi, so ein herrliches Sofa, hier mit so Knöpfen, guck mal. Gesagt, ne? Ja, dann werde ich jetzt mal umräumen. Das mache ich jetzt. Erstmal gebe ich noch der Uschi essen. Und dann werden wir mal ein wenig rumräumen. Alles wieder andersrum. Das ist so schon so schwer. Warte. So, jetzt. Ja? Ja, aber weißt du, wie es von mir aussieht? Alles andere ist schön. Aber okay. Dann musst du das andere noch daneben, oder? Das ist wie ein neues Bett am Mann. Also zum Sitzen ist es ja 20 Jahre alt. Sieht aus wie so eine Opa-Ecke. Hallo. Soll jetzt das noch dahin oder soll das hier hin? Oder hier noch? Ja, ich würde es dann auch wieder hin machen und das einfach wieder da. Ja. Ja. Mal versuchen. Ganz ehrlich. Okay, also ich komme hier raus, hier ist Gefahr. Große Gefahr. Das Ding fällt ja auch gleich hier rum. Komm. Alles fällt um. Alles ist gefährlich. Komm hier raus. Schlag den Schrank kaputt!
danger. Oh, my danger. Oh, ich glaube, mein Material ist kaputt. So, gibst du mir mal einen Besen, Lenachen? Was riecht denn hier so? Der Müll schon wieder? Naja, bequem ist aber auch was anderes. Das kann ich nicht so hinnehmen. Mann, ey! Jetzt fällt alles. Ah! Nee, alles fällt. Alles fällt. Ach, ich bin K.O.T. Ach, bleib doch mal stehen jetzt. Es klebt mir jetzt hier unter den Füßen der Mochi Crunch. Ah! Denke. Ich würde mal sagen, sie sollen denken, was sie wollen. Also der Müll? Like real shit. Like real shit. Mhm. Oh, this is pretty nice. Echt? Yeah, looks like the same couch as this, but yeah, not hot. Das sah das. Ich werde schon, dass das so kaputt ist. Ja, ihr könnt noch den und Bade zu dir. Ja, also sobald ich ein Bett habe, kannst du es ja haben. Ja, stimmt. Aber erstmal brauchen wir. Mich nervt, dass man hier kann mich nie hier hinsetzen. Dann sitzt immer schon jemand da. Und so sind es wenigstens, also wenn ich nicht alleine auf so ein Ding liege, ist es auch gemütlich. Also ehrlich, und ja, hast du gemacht? Ja, so when I'm there to die. Ja, wenn du 4 Stunden frei hast, macht das ja Sinn, ne? Ja, that's when I do my work. Ja, das finde ich gut. Weil zu Hause nervt ja richtig. And I do my homework for my first class and my second class. Ja, ne? Because all I do is watch videos. Ich war kein. Keine Videos. Ach, da geht's ums Verein. Echt? Ekelig ist, dass die eigenen Leute halt Sellouts sind. That's the story. For the money. Warum ist denn Hawaii the way it is? For the money. Nee, aber wie gesagt, wenn man mehr an der eigenen Kultur hängt. Es ist besser. I feel it. Lena's not a Hawaiian. Es ist besser, wenn man das fühlt, und anstatt sich mit Geld alles zu verkaufen hat. Okay. So, ich meine, guck mal. Ja, da hast du auch wieder recht. Da hast du auch wieder recht, Lena. Das stimmt. Ja, okay, Hawaii, aber come on, bitches. Cages! Wow, Bro. Die sehen sie doch eh schon im Bild. Ja, das da. Ich glaube ja auch nicht an sowas, deswegen. That's what they're talking about. Die Seelen sind ja nicht in den Knochen, Mann. Nee, die Seele ist in der Seele, die ist schon weg. Man, trotzdem. Au!
meiner Oma. Er hat ihr die Schultern massiert, sie fast gekotzt. Extravaganza. That's us. Du bist so extravaganza transa. Laganza. So, das sieht doch schon mal süß aus, ne? Hier haben die ganz professionell, ganz, ganz toll, haben die hier unseren Ding, der war von dem Sturm, alles rausgekracht, haben sie ganz professionell. Also ich habe mich schon beschwert, gell. Ich habe aber gesagt, können sich Zeit lassen, es eilt nicht, aber so akzeptiere ich es nicht. So nett, weil ich bin deutsch und das nein. Ich meine, nee. Es muss ja so aussehen wie vorher, ne? So. Hier habe ich jetzt das. So. Sieht das gut aus? Ach. Ich meine, dieses Schlauchartige hier, ne? Aber anders geht's nicht. Hauptsache ist ja auch, nicht wie es aussieht, also auch, aber Hauptsache ist ja auch, dass es bequem ist. Und es ist bequem. Und ja, guck mal, hier habe ich jetzt süß, ne? Hat die Ossi hier so einen kleinen süßen Tisch. Also Minimalismus ist schon echt eine tolle Sache, du. Da hat man echt die schönsten Sachen, ne? Okay. Ossi ist ein bisschen schlecht gelaunt heute Morgen. Ich weiß nicht, warum überhaupt, ey, Madame. Warum überhaupt? Frage ich mich. Hier fällt es immer noch, ne? Frühling ist noch nicht ganz da. Bald ist er da. Bald ist er da. Und dann fallen hier auch nicht so viele Blätter runter. Dann, oh, warte mal. Hier, guck mal. Ich hab euch doch, die Bittermelonfrüchte habe ich doch in dem Wald gefunden. Da habe ich die überall hingeschmissen. Hier ist eine. Hier war auch eine, ist aber schon von den Schnecken aufgefressen. Was denn da passiert? Guck mal, da ist einfach so eine Pflanze umgefallen. Da haben die Hunde ein bisschen rumgesponnen wahrscheinlich, aber das... Ja. Hier immer, wenn die Kinder kommen, habe ich hier so einen Deckenstapel. Da ist das hier schon wieder so abgeknickt, ne? Das ist auch ein Bittermandeln, aber seht ihr hier, einfach abgeknickt. Und das sind entweder die scheiß Hunde. Ja, das waren jetzt, glaube ich, nicht die Schnecken, ne? Ja, und hier, aber das wollte ich euch zeigen, guck mal. Das ist meine Art und Weise zu pflanzen. Ich hatte mir aber jetzt vorgenommen, dass ich diesen Sommer mal ein bisschen ordentlicher mache. Mensch, das macht mich traurig. Also von ungefähr 27.000 Samendingern kamen dann zwei Pflänzchen und eines schon zerstampft. Ne? Und so kommen dann so kommen dann ganz viele neue Pflanzen. Ach, hier war doch auch schon wieder. Was ist denn hier los? Nee? Ja. Ich rieche aber irgendwie. Ich rieche noch nicht. Also irgendwo ist eine reif. Aber ich sehe sie nicht. Nee. Der Moringa wird auch wieder malträtiert. Das passiert jedes Jahr. Da sind die. Guck, ihr seht das, ne, wie scheiße das alles aussieht hier. Das sind so kleine weiße Schmetterlingchen, so Motten. Aber ich lass die, gell, ich lass die, die sind dann auch wieder weg. Ich meine, es macht ja keinen Sinn. Ich esse ja eh nicht, guck mal, wie groß der schon wieder ist. Ich weiß nicht. Den habe ich im Sommer komplett hier abgeschnitten, ne. Boom, 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 dann kommen einfach neue und dann ist das im halben Jahr, ne, ein paar Monate, ist das wieder so riesig. Von daher lasse ich es auch, ne. Ja, so, ihr lieben Leute, das war es jetzt mal, ne? Das war es jetzt mal. Ich weiß nicht. Jetzt fege ich mal hier den Boden auf. Boah, das Bad will ich auch schon seit Wochen putzen. Oh, das ist süß. Leave me alone. Leave me alone. Copyright. Leave me alone. Copyright. Copyright my ass. I'm striking your video. That's funny. Guck mal, die Lisa hat mir hier. Ups! Hat mir hier Pinsel mit dir. Warte, können wir heute mal. Können wir heute mal. Who is we? Ja, du, Lena, du! Hier habe ich noch ein bisschen Farbe. Farbe, Farbe, Farbe. Und Farbe, Farbe. Und dann könnten wir die Pinsel ein wenig an. Die Pinsel ein wenig anfarben. Oh, spiegeln. Die Pinsel ein wenig anspiegeln. Fagalaga, Schagalaga, Boom. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Ja, nee.
Ja, nee, auf jeden Fall, ja, nee. Okay. Okay, ja, nee. Es reicht. Hier habe ich noch meine schöne Wall of Fame, mein Tinder. Swipe, 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 swipe. 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 What do you want? What you want, Ush? This is what you want. Yeah. Ich habe jetzt nochmal umgeräumt, oder hatte ich das schon gezeigt? Hatte ich schon gezeigt? Ach, sieht das dunkel aus. Aber ja, so ist das, ne? Ich wollte euch mal zeigen. Guck mal, hier meine. Ich einfach mal eine Decke zur Gardine, weil abends, wenn die Sonne untergeht, dann nervt es manchmal, weil ja hier die Pflanzen jetzt so durchscheinend sind. Ne? Guck mal hier, was hier Schönes. Das hier ist ja diese geile Tischplatte. Hier die. Sieht man das jetzt, wie schön die ist? Ja, doch, so sieht man es, ne? So. Und die Rückseite, das sind alte Kindergartenbilder vom, da steht's, Carlos. Die waren alle jetzt vom Carlos. Waldorf Kindergarten. Könnt ihr mal nicht so rumschreien, ey! Ja, hier auch. Toll, ne? Die habe ich auch nochmal zum 100. Mal drüber gestrichen. Guck mal, hier überall auch so Blasen. Nein, das wollte ich da quasi nicht zeigen. Oh mein Gott. Wir wissen, was jetzt passiert, ne? Wir wissen. Nein, nicht anfassen. Nee, lass es. Ja. Die Blasen. Ach ja, genau, das wollte ich noch zeigen. Habe ich hier, ich hatte ja diese Spiegel gefunden. Da habe ich jetzt schon mal den. Ossi hat da ein bisschen mitgeholfen. Den wollte ich in einer anderen Farbe. Ich hatte auch schon, glaube ich, einen braunen Lasser, aber es sieht nicht aus. Sieht nicht aus. So, dann habe ich den hier gestrichen. Dann habe ich noch was Schönes gemacht. Da hatte ich noch so ein Piece of Art. Das war eine Künstlerin, eine Freundin meiner Mutter. Hatte diese Kunst mal gemacht und es flog bei mir einfach nur rum. Jetzt habe ich da dieses, das ist jetzt abwaschbar. Jetzt habe ich das hier quasi auf diesem auf der Rückseite des Spiegels für die Ewigkeit haltbar gemacht. Na guck, da hat er auch schon mal. Hatte auch schon mal ein Kind hier drauf gemalt und so, ne? Also, ja. Das Leben halt, ne? Das Leben, so ist es eben. So, die Lena ist jetzt hier schon geflüchtet. Lenge, 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 Lenge. So. Die sind hier alle so laut. Ich wollte jetzt eigentlich ein Video drehen, das ist mir zu. Lilla, meinst du ernst? Was machst du? Oh mein Gott, nee, ich wollte jetzt, guck mal, ich habe meinen Stuhl ja wieder hier draußen. Jetzt wollte ich eigentlich mal was erzählen, könnt ihr mal woanders hin? Aber ja, aber das stresst mich, das ist mir zu laut. Geht zu Lena hoch. Geht zu Lena hoch, ey, ihr sitzt ja auch nebeneinander und schreit. Geht's noch? Es ist früh am Morgen, also wie sollen meine Nerven das aushalten? Hier. Nee. Guck mal, der Abwasch ist sogar gar nicht so schlimm heute. Nur ein Teller, ein Glas und ein bisschen, ne? Oh, Mensch. Ja, nee, Leute, ich wollte mich jetzt hier echt mal hinsetzen mit meinem Kaffee und ein paar Sachen erzählen. Ja? Ihr könnt ja Animal Crossing spielen oder hochgehen. Oder so, ja. Oder so, oder so, oder so, oder so, oder so, oder so. Oder eben so. La, 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 la. Habe ich schon erzählt, hat die Ossi geschenkt bekommen, habe ich schon, ne? Habe ich schon erzählt, hier mache ich mal zu. Wenn ich jetzt rede, werden wahrscheinlich die Hunde abhauen. Weil die nutzen gern die Gunst der Sekunde. Nicht der Stunde, der Sekunde. So. Gleich hier hin. Ach ja, das hatten wir ja schon mal, ne? Und zwar hatte ich ein ganz kleines Thema schnell. Und zwar geht es hier um was auch sonst, um die Freiheit kurz. Da hätte ich kurz eine kleine Anmerkung. Ich habe eben beim morgendlichen Handy glotzen. Klappt übrigens super, ne? Ich find's, ich bin richtig happy. Bin gar nicht mehr viel am Handy und ich finde es geil.
Gefällt mir gut. Naja, auf jeden Fall habe ich gesehen. Aber ne, das war dann auch wieder so eine unfreiwillige Sache, weil ich habe das in so einfach gesehen, diese bei den Nachrichten, sowas ganz Bescheuertes. Irgendeine Künstlerin, ich kenne sie auch nicht, ne? Ich kenne ja nichts und niemanden. Wahrscheinlich eine Sängerin oder Schauspielerin, weiß ich nicht, paar 20 Jahre alt, hat sich beschwert, weil sie ist irgendwie eingeladen zum Golden Globe, glaube ich, Golden Globe, und hat dann sich auf die Suche nach einer Robe gemacht und hat da wohl verschiedene Designer angeschrieben. Und da haben welche gesagt, nee, möchten wir nicht, die Figur ist mir zu kräftig. Na, hat die sich jetzt aufgeregt und da möchte ich jetzt mal kurz was zu sagen, weil, also mir geht das auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin überhaupt nicht dafür, dass alle Menschen Rappeldür, ich zum Beispiel stehe gar nicht auf Dürr, ich finde es gar nicht, überhaupt nicht schön. Ich hatte auch von Chrissy heute Morgen ein Video geguckt, wo sie sagte, sie steht auch nicht hier auf so Waschbrett, noch nie, war noch nie meins, noch nie, mag ich nicht. Und ja, schön stark, finde ich toll, aber Waschbrettbauch, finde ich, ist für mich ein Upturn. Und an Frauen finde ich das ganz, also nee, finde ich, ja, gefällt mir einfach nicht. Ist nicht meine Art von schön, ne? Ich mag gerne Schönheit, für mich schön, ja, was für mich schön ist. Aber egal, da ist ja egal, also da kann ja auch jeder, also ich finde auch nicht jetzt Menschen, die Waschbrettbäuche toll finden, ja, dann sollen die das toll finden. Das ist voll okay. Ja, jeder wie er will. Freiheit, ne? So. Und ich finde halt auch, dass auch Designer Freiheit verdient haben. Also, wenn die sich das nicht vorstellen können, ja, wenn die so, dass ihre Kunst so leben, wie sie leben, und wenn sie in ihrer Vorstellung ihre Klamotten nur geil aussehen an ganz schlanken Frauen, ja, dann ist das so. Dann da kann man doch nicht dann sagen, dass das böse ist. Das ja, Uschi. Dich würden die Designer auch ablehnen, ne, du dickes Ding. Und? Sind wir da sauer? Nö. Erstens gibt's tausende Designer, die das mit Sicherheit gerne machen. Tausende. Ne? Nimm doch mal irgendwelche Unbekannten vielleicht auch. So ganz kleine Lichtchen, die freuen sich vielleicht. Aber vielleicht gibt es da auch den einen oder anderen, der sich das nicht vorstellen kann. Wo es einfach nicht passt in seine Art, seine Kunst zu leben. Ja? Und das wollte ich mal eben sagen. Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde es lächerlich, dass die da einen auch beleidigt macht. Ich bin zu kräftig. Nee, du bist perfekt, so wie du bist. Ja? Solange du dich wohlfühlst, so wie du bist, bist du perfekt, so wie du bist. Aber du kannst doch nicht anderen Leuten vorschreiben, dass die dich auch perfekt zu finden haben. Oder dass die noch nicht mal, vielleicht sagen die sogar, nee, du bist perfekt, wie du bist, aber jetzt meine Art, das passt nicht, ich muss das so und so, ne? Leute, ich finde es echt, nee, finde ich lächerlich. Also wir alle wissen, Mode, das ist eine Kunst für sich. Das wird so gemacht, wie es gemacht wird. Ja, also ich stehe da auch nicht drauf. Ich stehe auch nicht auf diese dürren Hungerhaken und ich finde das auch nicht schön. Ich finde auch nicht, dass die Klamotten dann toll zur Geltung kommen an solchen Besenstielen. Mir gefällt es auch nicht. Aber wer bin denn ich? Hm? Jeder Mensch erwartet da irgendwie, dass die ganze Welt sich nur um ihn selber dreht. Und ja, aber das geht ja nicht. Also wir sind sehr viele Menschen hier auf diesem Planeten. Wir sollten doch mal miteinander klarkommen, oder? Wir sollten doch mal anderen Leuten die Freiheit einfach geben, ja? Lass die Leute in Ruhe. Jeder hat seine Gedanken und das ist auch gut so. Und jeder soll auch seine eigene Sicht der Dinge haben. Wir müssen nicht alle gleich gepolt sein. Das ist Schwachsinn, das ist eklig. Mensch, da gebt ihr eure Freiheit auf, wenn ihr da mitmacht, ne? Das wollte ich nur mal sagen. Die Preacherin. Brita Brown hat gesprochen, ne? Das wollte ich nochmal euch mit auf den Weg geben. Wie gesagt, ne? Jeder wie er will, jeder wie er mag, jeder wie er sich wohlfühlt, aber bitte nicht anderen vorschreiben, wie sie ihre Arbeit zu machen haben, wie sie ihre Kunst zu Künstlern, ihre Kunst zu machen haben,
wie sie ihre Gedanken zu denken haben. Bitte nicht, ja? Lass jeden Menschen bitte in Frieden. Jeder Mensch soll doch für sich selber seinen persönlichen Weg finden. Das ist doch das Geheimnis. Wir sollen nicht alle ein Brei sein, ein blöder Brei. Wer will denn das? Ich möchte nicht zu dem Brei dazu gehören. Und ich glaube eigentlich, wenn sich Menschen das bewusst machen, dass dann nur noch so ein Brei, so eine breiige, wabernde Masse Meinung überbleibt, ja, eine Meinung, wabbel, wabbel, schwabbel, nee, das kann ja nicht sein, ne? Ich möchte gerne individuelle Meinungen, ich möchte auch Meinungen hören, also ist ja auch schön, dass diese Frau, ne, hat sie ihre Meinung mal geteilt, sie findet es unmöglich, okay, das alleine, okay, sie findet das unmöglich, aber dass da alle so mit draufspringen und alle so, nee, finde ich lächerlich, ne? Finde ich einfach lächerlich und kommt alle klar, bleibt wie ihr seid, seid wie ihr seid, seid wie ihr wollt. Halleluja, Halleluja.